Elfmeter geschenkt vom polnischen Schiedsrichter Wojcik, um durch Kuman mit 1:0 in Führung zu gelangen. Erst jetzt besinnt sich Rapid seiner Kämpferqualitäten. Und in der 66. Minute gelingt Karsten Janka mit seinem 4. Europacup-Treffer der Ausgleich zum 1:1 Endstand. Na, hoffentlich sehen wir auch solche Rapid-Tore heute hier im Happelstadion. Die Stimmung wird immer besser, immer euphorischer das Publikum. Und heute können auch Sie bei uns gewinnen beim Otterkringer Gewinnspiel. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie gewinnen können. Rufen Sie 0667 717 und beantworten Sie folgende Frage. Wann war Rapid zum letzten Mal österreichischer Meister? Der Preis, ein Jahresabonnement. Zum ersten Mal der Anflug einer Welle hier im Happelstadion. Das waren also unsere Vorberichte hier, was vor dem Spiel alles los war. Und jetzt geht es wirklich los bei meinen Kollegen, die kommentieren werden. Das sind Hans Huber und Didi Constantini. Ja, herzlich willkommen auch von uns aus hier aus der Kommentatorposition. Dietmar Constantini, es ist eine etwas eigenartige Ausgangsposition, dieses 1:1. Ein schönes Resultat auswärts, aber auch ein bisschen gefährlich. Ja, guten Abend. Es ist aber so, und ich lasse mir das nicht nehmen, wenn man auswärts im Europacup ein Unentschieden erreicht, ist das ein großer Erfolg und es ist sicher eine bessere Ausgangsposition als wie vielleicht eine knappe Niederlage, wobei das vielleicht vom psychologischen her oft auch nicht schlecht ist, weil man dann unbedingt eine Offensive bringen muss, aber irgendwo am Gefährder, das ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Dass gute Auswärtsresultate aber noch nicht der Aufstieg sind, das hat man jetzt erst gesehen bei Bayern München, dass das Resultat umgedreht hat beim Auswärtsspiel und letztlich auch gestern bei Ajax Amsterdam gegen Panathinaikos Athen. Ja, das ist das Schöne an der Hin- und Retourrunde, dass der Aufstieg in zwei Spiele entschieden wird und Rapid hat einen Riesenschritt gemacht, aber ich hoffe auch, dass natürlich ins Finale kommen, so wie alle, was da im Stadion sind und zu Hause. Aber abgerechnet wird noch zwei Spiele und ich hoffe natürlich, dass sie die Leistung von Holland, speziell die zweite Halbzeit, wiederholen können und aufsteigen. Hier die Aufstellung von Rapid, ohne Überraschung, wir haben sie gehört von Ernst Dokopil. Gefährlich, es gibt 6 gelbe Karten in dieser Aufstellung, 6 Spieler, die vorbelastet sind mit gelben Karten, nämlich Hatz, Kugi, Schöpfer, Marasek, Kübauer und Herab. Die müssen aufpassen, sonst sind sie im Finale nicht dabei, wenn sie eine neuerliche gelbe Karte kassieren. Also das ist sicherlich eine gewisse Belastung für diese Spieler. Hier die Aufstellung von Feyenoord Rotterdam. Auch hier keine Überraschungen. 4 Sturmspitzen mit dem Schweden Larsson. Offizielle Übertragung. Die Ballonkamera hier über dem Stadion. Und sie vermittelt uns natürlich einen ganz hervorragenden Überblick über das Ernst-Happel-Stadion. Sehr eindrucksvolle Bilder von dieser Ballonkamera. Es ist Gott sei Dank windstill und der Ballon steht mitten über dem Spielfeld. Hier eine kurze Einstimmung auf dieses Spiel und hier die Mannschaften auf dem Weg auf das Spielfeld. Für Rapid wäre dies der zweite Finaleinzug nach 1985. Ein Spieler ist von der Mannschaft, die damals in Rotterdam gegen Everton mit 1:3 verloren hat, noch dabei, nämlich der Kapitän Michael Konsol. Der Schiedsrichter kommt aus Russland, Husainov. In Wien kein Unbekannter, er hat zweimal hier gepfiffen, den 3:1 Sieg Österreichs gegen Bulgarien in der WM-Qualifikation und auch das 1:0 von Salzburg gegen Frankfurt. Vielleicht erinnern Sie sich an die Flugaffäre damals von Otto Barisch. Sehr schöne Choreografie der Rapid-Fans, das Stadion bis auf den letzten Platz ausverkauft. Nein, stimmt nicht ganz, ein paar Plätze im Feyenoord-Sektor sind frei geblieben, denn offiziell dürften ja keine niederländischen Besucher zu diesem Spiel kommen. Dietmar Constantini, was hat Ihnen denn an Rapid beim letzten Meisterschaftsspiel gegen Ihre Mannschaft, gegen den FC Tirol, besonders imponiert? Ja, speziell das aggressive Spiel nach vorne.
Es ist aber wahrscheinlich mit dem heutigen Spiel nicht zu vergleichen, weil man natürlich im Hinterkopf hat, man darf kein Gegentor kriegen. Rapid ist sicher gezwungen, mit drei Mann weg und Libero zu spielen, da ja Feyenoord mit drei Sturmspitzen spielt. Am meisten Aufgabe wartet, glaube ich, auf das Vier-Mann-Mittelfeld, Kübauer, Herraf, Stöger und Marasek. Wobei drei Spieler sind, die offensiv stärker sind wie in der Defensive. Marasek, die sagen 50-50. Und durch die zwei Spitzen, Stumpf und Janka, hat Rapid auch das hinter dir laufen, wenn es einmal spielerisch nicht so rennt, dass man hohe Bälle nach vorbringen kann. Und die zwei können da immer für Unruhe sorgen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass Rapid im Block zusammenbleibt. Und jetzt geht es hier also richtig los. Hier die beiden Sturmspitzen, nämlich Stumpf und Carsten Janka im Europacup. Beide sehr erfolgreich. Janka mit 4 Treffern, Stumpf mit 3 Toren. Er hat den Treffer in Rotterdam erzielt. Per Kopf, wir haben es zuvor gesehen. Ein sehr wichtiges Tor für die Hütteldorfer, die ja zurzeit Österreichs erfolgreichste Mannschaft sind in der Meisterschaft an der Tabellenspitze. Und möglicherweise auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 1988. Allerdings Sturm noch ein sehr starker Konkurrent. Die Stimmung hier im Ernst-Happel-Stadion natürlich ganz ausgezeichnet. Rapid hat Anstoß. Und neu für den Gegner ist der Mann mit der Nummer 10, nämlich Dietmar Kübauer, der in Rotterdam noch mit seiner Verletzung gefehlt hat. Oh. Carsten Janka gleich getroffen von Voss. Hatte ja einen Cut gegen Dynamo Moskau erlitten, vielleicht erinnern Sie sich. Und ganz hoch da Voss mit dem Kopf. Und das schmerzt. Ich glaube, der Voss hat aber Gummistollen, so wie es im Fernsehen jetzt ausschaut hat. Und ich hoffe, der Janka hat nicht eine schwere Verletzung, wobei er der in letzter Zeit ja noch gefährlicher ist. Wie gesagt, schon mal einen Turban hat. Medizinische Betreuung gleich auf dem Spielfeld. Platzwunde dürfte er erlitten haben. Der Eckball, die erste Möglichkeit, die beiden großgewachsenen Sturmspitzen Janka und Stumpf ins Spiel zu bringen. Ja, bei Standardsituationen ist Rapid sehr stark durch Stumpf und Janka, wie Sie schon gesagt haben. Und das haben wir am Samstag auch gespürt und es war halt schön, wenn es gleich klappen würde. Ja! Und es klappt! Ja. Es klappt sofort und der Torschütze! Natürlich ein sensationeller Auftakt, das ist, wenn man weiß, wie sich eine Mannschaft vorbereitet und die Spieler vor dem Spiel doch eine wahnsinnige Anspannung haben und dann nach zwei Minuten 1-0 führen, besser kann es gar nicht anfangen. Das muss Feyenoord jetzt zunächst einmal verkraften, diesen Auftakt für die Hütteldorfer. Das ist Kumann. Er ist die herausragende Persönlichkeit im Spiel von Feyenoord.
praktisch ein 3-4-3-System. Wobei der Van Gastel noch den defensiven Mittelfeldspieler gehabt, der wird sich um den Stöger kümmern. Und es ist eigentlich so wie vorher schon mehr oder weniger erwartet. Das war noch eine sehr schöne Perspektive dieses Treffers von der Hintertorkamera. Geschickt gemacht und dann gefolgt. Es ist so, dass ein 1-0-Führung gibt eine gewisse Kraft und das Selbstvertrauen. Und wenn solche Freistöße mehrere schlechter kommen, wird es von Minute zu Minute besser für Rapid. Carsten Janker gegen Skoytemann. Dieses Duell haben wir ihn, aber auch seinem Gegner, immer besser eingestellt. Ja, da ist die Abwehr nicht gut gestanden von Rapid. Interess von Feind. Fuß, da hat er einige Schwächen, der Torhüter der Niederländer. Diesmal allerdings hat er gut getroffen. Herauf. Stumpf! Was für eine Aktion! Schön gespielt, sehr schön von Peter. Von links nach rechts gegangen. Er hat sich zwar Schussposition gesucht, hat sie nicht gefunden und ist dann weitergegangen und hat super zugespielt am Herauf und der hat das Richtige gemacht, dass er geflankt hat. Ein bisschen Glück hat der Stumpf, trifft er den ins Tor. Kumann. Jetzt noch. Stumpf. Stöger. Spielt seit Wochen in Hochform, Michael Konsel. Ivanov vermeidet eine Ballberührung. War sicher kein Foul, wollte das provozieren, war aber nicht. Richtige Entscheidung. Die rechte. Wenn der Ball bei der Verteidigung hinten ist und das bringt dann nicht fast keine Überraschung. Der Daumen einmal auf links aus. Sie können bisher zufrieden sein, die Rapid-Fans. Mehr als 40.000 heute hier im Ernst-Happel-Stadion in Prater. Der Janker hat sich auf die zweite Stange angeboten. Die Flanke wäre fast gekommen, war ein bisschen zu kurz. Stöger Kühlbauer hauptsächlich und die Defensive nicht vergessen. Aber es ist eigentlich ein Nachlaufen, wobei sie die Gefahr ergibt, wenn einer einen überspielt und dann in Angriff mitgeht. Auf beiden Seiten natürlich. Kann es natürlich zu einer Situation, Überzahlsituation führen und das wird dann schwierig für die Abwehr. Ja. Dumpf!
Er ist bei der Ballannahme ein bisschen abgedrängt worden, das war nicht so leicht. Vielleicht hätte er sogar probieren müssen, direkt zu schießen. Hier diese Attacke von Boateng. Schaut wild aus, ist aber ein Ball gegangen. Ich glaube, ich bin sicher, dass er Stumpf weiterspielt. Schaut ein bisschen wild aus. Versucht hier einen Ball. Aber, hat aber nur den Ball berührt. Gleich ist eine halbe Stunde gespielt und es gibt wieder einen Freistoß für Rapid nach diesem Zweikampf zwischen Skeutemann und wenn er so frei zum Schuss kommt. Michael Konsel von seinem Trainer von Ernst Dokupil zum Außerirdischen. Ja, der Ball ist im Tor, Christian Stumpf, das 2:0. Man muss sagen, das sensationell ist, jede Flanke, jeder Pass auf den Janka, der verlängert ihn, das ist unheimlich. Das ist ein super Mittelstürmer, muss man schon sagen. Auch wenn ihm viele vielleicht, wenn er für viele nicht der Techniker ist oder der Schlangenmensch, aber jeden Ball, jeden langen Ball verlängert er, und wenn man da hingeht, dann ist es super. Super Aktion von Carsten Janka, hier die Vorlage per Kopf. Die Mittelstürmer, was immer als unbeweglich abgestempelt werden, auch Gefühl im Fuß haben, und das 2:0 ist der beste Beweis dafür. Damit ist das eines war eigentlich klar. Eine gelbe Karte jetzt, das war nachgeschlagen vom Daumen. Ich weiß nicht, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, glaube ich. War überflüssig. Eines ist damit klar, es wird kein Nachspiel hier geben. Und hier noch einmal dieses super Tor von Christian Stumpf, sein vierter Treffer im Europacup. 14 Tore hat er in der Meisterschaft erzielt. Gewesen, wie gut dieser Carsten Janka drauf ist, und jetzt ein Foul an Peter Stumpf. Van Gastor. Während Van Gastor die gelbe Karte kassiert, noch einmal dieses unglaubliche Tor von Carsten Janka zum 3:0. Peter Stöger steht auch schon wieder. Das war dieses Foul von Peter Stöger. Ich glaube, dass bei aller Euphorie und Optimismus keiner dachte, dass nach 35 Minuten 3:0 für Rapid steht. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl, die Stimmung. Die Leute sind natürlich begeistert.
Harry Hahn war das Ergebnis jetzt an den Gesichtszügen abzulesen. Der Trainer von Feyenoord, selbst einer der Großen des niederländischen Fußballs, bei zwei. Super gemacht von Kiepauer. Kennt sie aus, ne? Durch das Stadion läuft die Welle der Begeisterung. 3:0 für Rapid. Fast 40 Minuten jetzt in der ersten Hälfte gespielt. Bisher mit einer sehr starken Leistung. Er hält seine sehr gute Form schon seit Beginn dieser Frühjahrsmeisterschaft. Ich muss sagen, Feyenoord findet bis jetzt eigentlich kein Mittel, um die Defensive von Rapid zu gefährden. Außer einmal, wie gesagt, sie kommen alle retour, es steht gut und Spiel 1 gegen 1. Jetzt haben wir Ivan, das heißt aufpassen. Ich verschreie jetzt nichts. Ja, sie sind da zu umständlich. Sie spielen eigentlich zu wenig Fluss. Naja, Ivan hat als letzter den Ball. Taktischen Aufstellung her dasselbe System wie Ajax, aber sie haben Gott sei Dank nicht dieselben Spieler. Dem 3:0 Auswärtssieg in Athen gestern das Vorbild, bisschen paradox für den großen Rivalen, für Feyenoord. Muss sich die Rapidabwehr sortieren wieder. Voss gegen Schöttl. Ihm könnte jetzt schon ein Lächeln entkommen, dem Ernst Dokobil. 3:0 führt seine Mannschaft hier kurz vor dem Pausenpfiff gegen Feyenoord. Diese ersten Hälfte schon gezogen. Eine sehr kompakte Rapid-Mannschaft erzielt hier ein Traumtor nach dem anderen und führt mit 3:0. Oh, ja, ein schwerer Fehler. Nützt dieses Missverständnis aus. Der war schwer zum Treffen, aber er probiert hat, dass der Stumpf war ein bisschen zu weit hinten, jetzt hat er es allein probieren müssen. Schwerer Fehler dafür. War schwer ist es. Und da ist jetzt der Pausenpfiff vom Schiedsrichter Busaino. Schöner könnte dieses Resultat nicht lauten. 3:0 für Rapid zur Pause gegen Feyenoord. Begeisterung ist groß, ganz klar. Mit diesem Resultat wäre Rapid selbstverständlich im Finale, das am 8. Mai in Brüssel gespielt wird. So, Didi, ganz kurz nur danke, dass Sie hergekommen sind, wie ausgemacht. Haben Sie das geglaubt, 3:0 zur Pause? Ja gut, ich glaube, dass 3:0 steht, das haben wir vorher, wenn ich es vorher gewusst hätte, wäre es lieber gewesen, aber es ist halt so, wir spielen wirklich einen sehr guten Fußball, natürlich der früher. Das frühe Führungstor, das war natürlich sehr wichtig für uns und ich glaube, mit den 3:0, ich glaube, das war so gute Treiber. Was wird jetzt wichtig sein, noch ein Satz zu den zweiten 45 Minuten, Didi? Ja, was wird wichtig sein? Wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht gleich am Anfang ein Tor reinbekommen und wir werden das jetzt trocken überspielen. Okay, viel Glück noch. So, wir schauen uns jetzt dieses 3:0, das Didi Kübauer so angesprochen hat, noch einmal für Sie ein.
Ja, und damit kann ich zu unserem Werbeblock abgeben. Wir melden uns danach wieder hier aus dem Happelstadion. Mott hat den Verteidiger praktisch gezwungen, dass er ins Aus schiebt. Nachrücken, nicht stehen bleiben, zeigt der Ernst Dokopil. Schon einen starken Rückhalt, dieser Torhüter von Rapid. Das hat einmal versucht, mit Efe ein Tor zu erzielen, aber es war eigentlich, es schaut aus, als wenn es kein schwerer Ball wäre, aber trotzdem war er genau unter die Latte platziert und Michi hat dann halt übers Tor mehr oder weniger drüber geluft, dass das keine Schwierigkeiten ist selber. Kopfball von Obiku. Noch einmal von Kuhmann, der Heber. Ja, die haben eigentlich gar nicht richtig getroffen, werden eigentlich mehr oder weniger mit dem Schienbein geschossen. Kurzer Tipp von Ivanov gewesen, wohin Konsul ausschießen soll. Die Zeit, die läuft für Rapid. So, hier haben wir die Statistik. Interessant, Feyenoord 58% im Ballbesitz, Rapid nur 42%. Aber Rapid hat... Zauberer Marasek war das. Noch einmal hier rab. Der große Probleme gegen seinen Widersacher, aber heute die Stimmung weiterhin ganz ausgezeichnet hier, natürlich im Ernst-Happel-Stadion bei diesem Spielstand. Wind. Der Ball ist wieder bei Rapid. Eigenes Transparent für Carsten, den Kopfballstarken, König der Lüfte. Und er ist ja auch der Mann dieser Spiele gegen Rotterdam. Bisher das so wichtige Tor in Rotterdam und heute zwei Treffer. Ein Traumtor zum 3:0. Taumend jetzt. Minuten trennen Rapid noch vom Einzug ins Finale des Europacups. Der Pokalsieger im zweiten Semifinale steht es 0:0. Paris Saint-Germain scheint also möglicherweise der zweite Finalist zu sein. Gelbe Karte, ganz wichtig. Wir sehen hier dieses Foul von Schöttl noch einmal. Ja, war gefährlich für Gelbe auch, auf Meter weg ist aber. Aber sie ist nah genug gestanden. Richtig stand.
Compo jetzt nicht überraschen lassen. War nicht leicht, denn er hat diesen Ball sicherlich sehr spät gesehen. Moment. Und wieder Konso. Rapid führt 3:0, aber bei allem Lob für die Torschützen, ihn darf man ganz sicherlich nicht vergessen. Er hat exzellent gehalten, dieser Michael Konso, und maßgeblichen Anteil, dass Rapid kein Tor bisher passiert. War, glaube ich, kein Foul, hat aber sehr gut gemacht, der Christian. Der Tür ist auch reingefallen. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Michi spielt eine sehr gute Partie im Tor, aber die Abwehr hat er in 75 Minuten praktisch nur 2 Chancen von Feyenoord zulassen. Ich bin also in der Defensive fast perfekt. Seit langem, dass einmal der Damen jetzt im Duke einmal durch ist. Mehr auf. Er kämpft sich sehr viele Bälle. Spielt wieder retour zum Stöger, glaube ich. Oder zum Herab. Ja. Na, war ein kleiner Fehler von Michi. Fast unverständlich, dass so exzellenten Fußballern jetzt schon zum x-ten Mal solche Fehler passieren. Ja, es ist die Aggressivität vom Gegner und zum größten Teil ist Rapid dafür verantwortlich. Es ist es 3:0 natürlich, eine Viertelstunde vor Schluss. Irgendwo rechnen die sicher nicht mehr damit, jetzt kannst du jetzt hat er zu lang gewartet. Hat ihm vielleicht keiner geschrien oder er hat es nicht gehört. Irgendwo im Hintergrund. Stumpf. War richtig, der wartet nicht lang, schießt gleich. War richtig jetzt. Flach wäre es vielleicht noch besser gewesen, aber kann man ihm keinen Vorwurf machen. Größte Rapid-Chance nach der Pause, dieser Schuss von Christian Stumpf. Zuschauer wollen noch eine Zugabe, aber das 3:0, das würde ja bei weitem reichen. Hat. Muss er probieren, auch wenn es nichts war, aber. Licht aus. Auf ihm ist die Anspannung noch anzumerken. Jan Stokopil. Larsson, Opiko gegen Marasek. Super gemacht. Das war diese Aktion mit der ersten kleinen Unsicherheit von Michael Konso bei diesem Schuss. Und Rapid steht also wieder einmal vor einem großen internationalen Erfolg, vor dem Einzug ins... Für viele, aber er macht seine Aufgabe hervorragend. Der Herauf ganz auf der anderen Seite, ja. Richtig, war richtig, verlagert. Bringt nicht nur Platz, sondern auch Zeit. Kleine Flüchtigkeitsfehler von Dietmar Kübauer, vielleicht auch bedingt durch die lange Verletzungspause. Schütteln. Etwas mehr als 9 Minuten noch. Na, no. Ja, aber hat hinten eigentlich jeden Ball gehabt, der was gefährlich war. Er wollte es zu schön machen mit dem Außenriss und der Ball hat das ja fehlend angenommen.
Natürlich spielen die Rapidler jetzt auch wieder zurück. Sie haben alle Zeit der Welt. Sie führen hier 3:0. Und die Mannschaft hat ja auch einige Trümpfe in der Hand. Und nach 1988, also nach 8 Jahren, wieder österreichischer Meister zu werden. Obiku. Jetzt ist der Pass mit dem Außenriss angekommen von Ivanov. Kübauer dreht eine Pirouette. Ich glaube, dass Rapid jetzt austauscht. Der Haller wird kommen. Der zieht sich jetzt da unten aus vor uns. Vielleicht statt Kübauer, weil er so lange Verletzungspause gehabt hat, wobei er aber ein starkes Spiel gemacht hat. Persönlichkeit Michael Konzel. War nicht allzu scharf dieser Schuss, aber doch immerhin Platz. Kommen nicht durch. Feyenoord findet einfach kein Mittel schon seit 85 Minuten, das bis auf zweimal. Gastel, er war sicherlich jener Spieler der Niederländer, der am öftesten den Ball berührt hat. Larsson. So, und jetzt der Wechsel bei Rapid. Haller kommt für Kübauer. Und auch Andreko wird ins Spiel kommen. Dietmar Kübauer mit einer mit ein paar Flüchtigkeitsfehler gegen Ende und auch Sergej Mandreko kommt, Stöger, und zwar für Peter Stöger. Die beiden sind sehr viel gelaufen, haben für die Impulse im Rapidspiel gesorgt. Bekommen einen vorzeitigen Abgang mit Applaus. Stumpf, noch einmal Janka, Mandreko, erste Gelegenheit, sich bekannt zu machen. Marsek, Janka, sehr gut. Dass eine österreichische Mannschaft in einem Europacup-Finale vertreten ist. Rapid hat auch Traumtore erzielt, vor allem der zweite Treffer von Christian Stumpf, dieser Heber, und das dritte Tor von Carsten Janka, dieser Wolle. Zwei Traumtore und Michael Konzel schon Vorbereitung für den Schlussjubel bei Rapid. Hier noch einmal unsere Ballonkamera. Die letzten Sekunden. Obiku. Und noch einmal Michael Konzel. So, als wollte er seine großartige Leistung trotz einer 3:0-Führung noch einmal unterstreichen, pariert er auch diesen Schuss von Obiku. Ja, der hat keine Zeit, dass er durchkriegt. Das ist ein positiv Verrückter, und der Michi, und er trainiert da so und so spielt er. Allerdings entscheidet der Schiedsrichter Husseinov, der seine Sache ganz ausgezeichnet gemacht hat, auf Abstoß für Rapid. Wir sind schon in der Nachspielzeit.
Österreichs Fußball darf stolz sein auf Rapid. Stumpf noch einmal. Die Mannschaft, die zum zweiten Mal im Finale des Europacups der Pokalsieger steht. Feyenoord hat viel versucht, ist aber an einer wirklich sehr kompakten, sehr stabilen Rapid-Mannschaft zerbrochen, an einer Rapid-Mannschaft, die auch für die entscheidenden Tore gesorgt hat. Und jetzt ist der Schlusspfiff da. Rapid schlägt Feyenoord also mit 3:0 und spielt am 8. Mai im Finale des Europacups der Pokalsieger in Brüssel. Gegen wen, das steht noch nicht fest. Wahrscheinlich gegen Paris Saint-Germain, die nächste europäische Spitzenmannschaft, aber gegen wen soll man schon im Finale spielen als gegen eine Spitzenmannschaft? Ein großer Tag für Rapid, ein großer Tag auch für ihn, für Ernst Dokopil, der eine am Boden liegende Mannschaft vor zwei Saisonen übernommen hat und jetzt mit Rapid im Finale des Europacups steht. Gratulation vom Gegner auch für Karsten Janka, den zweifachen Torschützen. Für Andreas Herab, der ja bei Feyenoord ein bisschen im Gespräch ist, aber jetzt wird er sich vielleicht überlegen und umso lieber in Hütteldorf bleiben. Das ist der Endstand. 3:0 für Rapid. Zweimal Janka in der zweiten und in der 34. Minute und in der 32. Minute Christian Stumpf. Das sind die drei Torschützen. Und jetzt hinunter zu Peter Elstner. Er hat die ersten Interviewpartner. So, und ich sehe schon, wir sind im Bild. Ich habe bei mir den Peter Stöger, der ja 5 Minuten vor Spielende ausgewechselt wurde. Peter, herzliche Gratulation. Hätten Sie das gedacht, dass es schon zur Pause so gut wie vorher entschieden ist? Naja, damit haben wir sicher nicht rechnen können. Wir haben uns natürlich nach dem 1:1 in Rotterdam schon berechtigte Hoffnungen gemacht auf diesen Aufstieg ins Finale. Nur ich glaube, das, was wir vor allem erste Halbzeit gezeigt haben, das war auch finalwürdig. Also damit sind alle Spekulationen über den Haufen geworfen, dass man sagt, man ist in dieses Semifinale gekommen gegen eine Moskauer Mannschaft, die vielleicht nicht diesen Stellenwert hat, den man in Europa verlangt für ein Viertelfinale. Ich glaube, diese Mannschaft war sehr wohl reif für ein Finale und jetzt wollen wir, wenn möglich, die Bösen nach den Sternen greifen. Naja, da muss man fragen, wir haben auch kurze Informationen, wie es da ausschaut. Zwischen Paris Saint-Germain und La Coruña steht es zur Pause 0:0 und die Franzosen haben ja in Spanien 1:0 gewonnen. Vorläufig wären also die Franzosen euer Gegner. Ja, ich meine, damit möchte ich mich im Moment gar nicht beschäftigen. Wir haben vor dem Semifinale schon gesagt, wir haben heuer international schon so viel erreicht. Wir können nur immer gewinnen. Wir sind jetzt sicherlich Außenseiter, egal welche Mannschaft wir im Finale bekommen werden. Aber ich denke, wir werden genauso munter darauf losspielen und versuchen, unser Glück auch in der Offensive zu suchen. Wir haben wirklich nichts mehr zu verlieren und vielleicht gelingt es uns auch, das Finale auch zu gewinnen. Einen Satz noch in der Form nach dem ersten Tor. Ist für Rapid, glaube ich, doch alles möglich, auch von der spielerischen Seite. Ja, natürlich. Ich meine, dieses erste Tor gleich zu Beginn hat natürlich die Verkrampfung gelöst und die Holländer sind natürlich total nervös geworden. Aber man muss sagen, das möchte ich da einmal sagen, ich möchte mich bedanken bei unserem Stürmer-Duo, denn was die international im Moment leisten, das ist wirklich unglaublich. Okay, danke Peter und viel Glück, Meisterschaft und was noch Europapokal betrifft. Dankeschön. Da ist der Trainer, der wird auch gratulieren. Und wir haben jetzt im Jubel der Rapidler hier bei uns, den Ernst Dokopil, war die ganze Zeit ruhig, heute fast zu ruhig, so mein persönlicher Eindruck, Ernst. Die Mannschaft hat so gut gespielt, dass sie mich heute nicht gebraucht haben. Ich hab noch zu meinen Kollegen gesagt, faul an Janka in der ersten Minute, vielleicht gelingt es ihm, sich sportlich zu revanchieren. Und es gelingt gleich, hatten Sie das gedacht, dass so schnell schon eine kleine Vorentscheidung fallen kann? Nein, denken kann man so etwas nicht, denn solche Spiele werden in Sekunden oft entschieden. Man weiß nicht wann, aber uns ist es sehr schnell gelungen. Das war aber noch nicht die Entscheidung. Die Entscheidung war erst das dritte Tor. Nach der Pause, was haben Sie in der Kabine eigentlich der Mannschaft gesagt? Es steht jetzt 3:0.
da ist immer, man weiß es selber, wenn man Fußball spielt, die Gefahr, dass man ein bisschen überheblich wird, zu lang den Ball vielleicht hält und dann Fehler macht und Konter einfängt. Nein, wir haben gewusst, wir haben sie ausgepumpt. Die waren total erledigt nach der ersten Hälfte. Wir natürlich auch und haben wir gesagt, wir spielen jetzt ein bisschen vorsichtiger, wir lassen den Gegner kommen und warten, dass sie aufmachen. Aber sie haben auch keine Kraft mehr gehabt. Das hat man ganz deutlich gesehen. Vom Niveau her nach dem 1:0 war Ihre Mannschaft spielerisch wirklich erstklassig, Europaklasse, sicher. Wenn man jetzt einen Finalgegner sich wünschen würde, es steht zwischen La Coruña und Paris Saint-Germain 0:0. Es wären vorläufig die Pariser. Ich habe mir noch nie jemanden gewünscht. Ich habe immer gesagt, wir nehmen den Gegner, der kommt. Ich freue mich, dass wir im Finale sind und jetzt werden wir sehen. Ist mir egal. Man hat ein bisschen die Angst gehabt, dass für eure Spieler, das Team, der Europapokal, die Meisterschaft, alles vielleicht ein bisschen zu viel wird bis jetzt, haut aber alles eigentlich in konditioneller und auch konzentrationsmäßiger Hinsicht hin. Ja, im Europapokal treffen wir auf Mannschaften, die ein ähnliches Programm haben wie wir. Und da ist es kein Nachteil, nur wenn die anderen Spiele jetzt unter der Woche kein Spiel haben, dann sind wir sicher benachteiligt. Okay, Wochenende kommt die Meisterschaft. Schauen wir vielleicht einmal dahin mit der Kamera, wer da sitzt. Es wird vielleicht nicht ganz gehen. Schwenken wir mal darüber. Da sitzen zwei, die heute also ganz hervorragend gespielt haben. Alle sind total fertig, keine Frage. Ausgebaut, Vorchecking gemacht, alles richtig gemacht. Ja, zwei und die Tore geschossen. Die waren super heute. Okay, gratuliere Ernst und jetzt werden wir uns ein bisschen den beiden hier widmen. Christian, Carsten könnte zu uns kommen, einer links, einer rechts. Wir sind einmal beim Christian Stumpf. Solche Bilder, Christian, ha? Jetzt kriegt der Trainer auch noch Bussi, das sieht man nicht alle Tage. Vor dem Finale, ein Traum auch für Sie in Erfüllung gegangen. Ich bin sprachlos, ehrlich. So eine super Kulisse. Und wir haben wirklich gerade ein super Spiel geboten und viel überglücklich. Was mir so gut gefallen hat, Ihr Tor, das war so richtig ein fußballerisches Tor. Aufgelegt, ein Schupferl, noch ein Schupferl über den Tormann. Eine ganz große Sache auch für einen Stürmer, glaube ich. Ja, sicherlich. Es war Abschluss von Michi Konzi. Der Kasten hat super verlängert und der Ball ist ideal aufgesprungen und ich habe nur mehr wie ein Riss gefühlt von dem Tormann überhoben und Gott sei Dank war es ein Tor. Das Ganze, glaube ich, ist auch darauf zurückzuführen, man hat das vor dem Spiel gesehen, Körpersprache der Rapidler war okay, das Zusammenhalten, die Kameradschaft. Wie weit war das auch heute maßgebend? Ich habe gewusst, das Spiel gegen eine Europaklasse-Mannschaft, die schon Weltcup-Sieger und Europapokalsieger war. Ja, wir sind in dieses Spiel gegangen. Sicherlich nicht, dass wir ein 0:0 halten, sondern wir haben es voll auf Sieg gespielt und Gott sei Dank ist es aufgegangen. Wir haben jetzt kurz einmal so einen Anklang von Spielszenen gesehen, ich weiß nicht, was wir da noch drinnen haben. Was habt ihr euch denn zur Pause gesagt dann nach dem 3:0? Wir haben uns in der Pause gesagt, es steht noch 0:0, jetzt gehen wir nochmal 45 Minuten Vollgas und dann haben wir großen Grund zum Feiern. Haben Sie irgendwann noch gezittert, wir von außen schon ein bisschen? Ja, ich eigentlich nicht. Okay, jetzt schauen wir noch, bleibst du bei mir? Der Carsten Janker zu mir herkam. Was sagt der Fritz Melchert? Schauen wir mal zu beiden. Noch einmal, Christian, Ihr Tor. Ja, es war super Verlängerung von Carsten Janker. Schaut gut aus, ja, ne? Schaut irrsinnig gut jetzt aus, ja. Wie wichtig war das, dass der Carsten gleich zu Beginn eingenetzt hat? Ja, das ist natürlich für das Selbstbewusstsein wunderbar gewesen, was du nach 4 Minuten gleich einzeln führst. Also das ist wirklich super gewesen. Haben Sie da ein bisschen zittert? Ich habe ein bisschen geflippt irgendwo wie der Ball, ja, so zur Latte. Ein bisschen zittert habe ich schon, habe ich gesehen, das senkt sich noch vor der Latte rein. Und Gott sei Dank war es ein Tor. Naja, jetzt schaut so aus, die Franzosen sind zur Pause 0:0 gegen La Coruña, 1:0 Sieg. Ich habe schon allen anderen gesagt, wir hätten es lieber La Coruña oder Paris Saint-Germain. Das ist, glaube ich, egal, es sind beide Spitzmannschaften. Wir sind froh, dass wir jetzt mal im Finale sind und dann werden wir weitersehen. Okay, und jetzt die große Freude nach dem 1:0, die Freude hier bei Michael Konzel. Wir sehen den Peter Kucki und den Stefan Marasek in der Feinheit. Carsten, herzliche Gratulation. War das der, wenn Sie das herzeigen, dann war das von der ersten Minute? Nein, in der ersten Minute habe ich irgendwas drauf gekriegt. Ja. Wir haben noch gesagt, soll vielleicht revanchiert er sich auf sportliche Weise. Und plötzlich war das 1:0 da, zweite Minute. Ja, okay, es war halt keine Absicht, glaube ich, von ihm, hat das Bein ziemlich hoch gehabt und dann bin ich halt im Kopf dagegen. Was hat das für Sie bedeutet, gleich zu Beginn des Spieles? Da haben Sie geglaubt, dass Sie nicht weiterspielen können oder dass Sie wieder mit Turban spielen müssen? Mit Turban auf jeden Fall nicht, weil ich gleich gemerkt habe, dass es nicht offen war, nur ein bisschen. Das war halt kein Problem. Erste Tor dann, vielleicht können wir das auch noch sehen. Unsere Kollegen arbeiten dran. Was haben Sie da gespürt bei diesem ersten Treffen?
Jetzt von der Vorgehensweise habe ich gesehen, dass der Stefan wahrscheinlich scherzeln wird. Und ich bin einfach durchgelaufen und kriegt ihn nachher natürlich genau in die Mitte rein. Kriegt man damit, dass da eigentlich schon sehr, sehr viel entschieden ist, was aus dem Gesamtausgang des Spieles betrifft? Ja, okay, das 1-0 hat uns natürlich sehr gut getan für unser Selbstvertrauen, aber vom 1-0, die hätten nur das 1-1 machen brauchen, dann wäre Verlängerung gewesen. Also sozusagen hat es uns halt nur so gutes Selbstvertrauen gegeben. Sehr antrittsschnell, mit sehr viel Übersicht. Was uns besonders imponiert hat, war dann ihr zweites Tor. Das war nämlich ein super fußballerisches Tor, Volley-Schuss. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Ja, da oben sind alle in die Höhe gesprungen. Carsten, vielleicht können wir das auch noch sehen und Sie sagen ein bisschen was dazu. Ganz guter Konter vom Andi, die super Flanke und dann gehört auch ein bisschen Glück dazu, da den Tor zu vollenden. Wen würden Sie sich denn jetzt wünschen? Das also ich hatte schon, dass Paris weiterkommt. Ja. Andi Herner? Da war eine super Flanke vom Andi, das war ein super, super Konter von uns. Jetzt werden es teuer werden am Transfermarkt, oder? Ja gut, das bringt so die Tore mit sich, aber darüber denke ich im Moment gar nicht mehr. Wen hätten Sie jetzt, ich habe das die anderen Kollegen und den Trainer auch gefragt, lieber Paris Saint-Germain oder doch eventuell La Coruña im Finalspiel in Brüssel? Ich glaube, im Finale ist es egal, aber ich schätze, Paris wird sich durchsetzen. Okay, abschließend noch ein Wort zu der Gesamtleistung der Mannschaft. Ihr konntet natürlich nach dem 1-0 mit sehr viel Selbstvertrauen spielen, aber wenn man jetzt die gesamtspielerische Linie heute aus dem Spiel nimmt, auch im Vergleich zu der holländischen Spitzenelf, was kann da alles für Rapid möglich sein und unter welchen Auspizien? Also ich glaube, im Moment werden wir diesen Tag genießen. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine super spielerische Leistung geboten und haben die Chancen genutzt. Im zweiten Teil haben wir natürlich das 3-0 ausgespielt oder noch abgewartet. Okay, Carsten, dann viel Glück auch für die Meisterschaft. Danke fürs Kommen und gratuliere noch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt sind Sie wieder dran. Wir schauen nun, wie es ausschaut mit unserem Otterkringer Gewinnspiel. Wir wollten von Ihnen wissen, wann Rapid zum letzten Mal österreichischer Meister war. Die richtige Lösung: 1988. Wer den von Otterkringer zur Verfügung gestellten Preis, ein Rapid-Jahresabonnement für die nächste Saison, gewonnen hat, das verraten wir Ihnen jetzt. Ja, und hier im Zeichen des Riesenrates von Prater her kann ich auch dem Sieger schon gratulieren. Es ist Herr Eckehard Sicher aus Rauris. Also herzliche Grüße nach Rauris. Sie haben heute bei unserem Otterkringer-Spiel gewonnen. Noch etwas, wenn wir schon beim Gewinnen sind. Wir haben ja noch Bilder von Kabineneingang. Da sehen wir auch Jovanovic und den René Haller. Stimmung in der Kabine natürlich gut. Guck ist da, Stefan Marasek kommt gerade in die Kabine. Sehen wir auch Hans Hofstetter, den Pressechef hier. Und ich möchte Ihnen noch sagen, dass Hugo Simon beim Weltcup-Finale in Genf das erste Springen auf IT, dem Außerirdischen, der muss irgendwas bei Michael Konzel abgespickt haben, auf IT gewonnen hat. Wir werden uns natürlich auch mein Chef Elmar Hoberhauser am Sport am Samstag mit diesem Spiel, mit diesem triumphalen Einzug von Rapid ins Europapokalfinale der Pokalsieger beschäftigen. Wenn Sie Karten zu dieser Veranstaltung oder zu unserem Sport am Samstag am Königlberg haben wollen, die Telefonnummer 87878 3279. Sie sind gerne bei uns als Gast gesehen. Wir werden natürlich ein spektakuläres Programm aufbereiten, mit Bildern, auch mit Hintergrundgeschichten. Da singt der Trifon Ivanov, Sergej Mandreko, Barisic, der heute nicht gespielt hat, weil er gesperrt war, Andi Herav. Und der Jubel wird natürlich heute noch hier im Happelstadion, im VIP-Club dann, wo alle da sind. Der Bürgermeister war da, alle wichtigen, Rapid-Präsident Kaltenbrunner. Also es wird heute hier sicher noch ganz turbulent und voll Freude zugehen. Was kann ich Ihnen noch sagen? Heute 0.50 Uhr Matchball, unsere Service-Sendung für die Tennisfreunde mit der ATP Tour 96. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dem, was wir Ihnen gezeigt haben. Im Namen meiner Kollegen, die hier gearbeitet haben, im Namen von Hans Huber und Didi Constantini, die hier kommentiert haben, darf ich mich von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Freuen Sie sich mit Rapid. Es war ein kräftiges Lebenszeichen des österreichischen Fußballs. Wir werden natürlich beim Finale sicher mit dabei sein und für Sie berichten. Wiederschön, angenehmen Abend. Ciao.